Manu, du hast die Saison bei den Young Violets begonnen und dann stehst du auf einmal in der Startelf in der Europa Conference League. Was war das für ein Spiel heute ganz besonders für dich persönlich? Ja, also es war eine richtig geile Erfahrung. Auf das habe ich die ganze Zeit hingearbeitet. Für mich war es auch klar, wie ich herkomme, dass ich mich erst über die Young Violets beweisen muss. Und die haben mich alle gut aufgenommen, die Mannschaft. Und auf so einen Moment habe ich die ganze Zeit hingearbeitet. Und deswegen bin ich froh, dass der Trainer mir auch das Vertrauen geschenkt hat. Und ja, wir können stolz sein. Leider hat es am Ende nicht gereicht für einen Punkt oder einen Sieg. Aber im Großen und Ganzen können wir schon echt stolz auf uns sein, ja. Was überwiegt jetzt bei dir, die Freude über den Einsatz, über das gelungene Startelfdebüt oder doch der Ärger über die Niederlage? Ja, die Mannschaft steht immer im Vordergrund, deswegen ist der Ärger schon groß, dass leider nicht für einen Punkt gereicht habe, aber natürlich bin ich auch stolz, dass ich von Anfang an spielen konnte, aber die Mannschaft steht immer im Vordergrund, deswegen ist es bitter, aber es geht weiter und am Sonntag kommt die nächste Herausforderung. Du bist ja letzte Woche zur Halbzeit reingekommen, was war denn heute für dich anders? Ja, also wir haben heute Fünferkette bzw. Dreierkette gespielt und natürlich ist es anders, wenn man von Anfang an spielt oder reinkommt, aber für mich war es klar, einfach Vollgas zu geben, immer 100% da zu sein und wir haben ja gesehen, wie gut die Qualität von den Villarreal-Spielern ist im Hinspiel. Deswegen habe ich gewusst, was auf mich zukommt und einfach immer 100% in den Zweikämpfen da sein und ja, hat eigentlich ganz gut geklappt. Man muss sich ja auch bei diesen Umständen trotzdem auf Fußball konzentrieren. Wie schwierig war es denn heute? Ja, war schon sehr schwierig, wie wir gestern am Abend die Nachricht bekommen haben von Muki, auch von mir, wünsche ich Ihnen nur das Beste, wir sind da für dich. Haben uns auch vorgenommen, für ihn ein gutes Spiel zu machen. Wie gesagt, leider hat es am Schluss nicht gereicht für einen Punkt. Aber ich hoffe, dass er bald wieder bei uns sein kann und er ist ein super Junge und wir vermissen ihn schon. Ja. Danke.